Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warships. Ich bin mal wieder allein unterwegs. Wie ihr gesehen habt, sind wir mal in einer etwas anderen Umgebung, nämlich in einer Badewanne. Ja, hierbei schwimmen so kleine Quietscheentchen rum, so niedliche kleine Sachen. Guck mal, Leute, das ist nämlich das neue Event, was es zu Ostern gibt, Leute. Auf jeden Fall ziemlich witzig. Gucken wir mal, was wir reißen. Es ist alle gegen alle. Sehr realistisch, wie auf jeden Fall hier die Geschosse fliegen. Warum fährt er denn dagegen? Sag mal. So. Oha, ich glaube, das wird ein ziemlich kurzes Vergnügen. Oh, oder doch nicht. Sehr gut. Nein. Wie gesagt, was macht denn da hinten der Typ? Egal. Ziemlich witziges Spiel auf jeden Fall. Gut, ein Kill haben wir geschafft. 21.000 Schaden, ja. Würde ich mal sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde wieder, Leute. Bis gleich. So, Freunde, das war auch schon in Runde Nummer 2. Was wir so. Oh, wir fügen denen da hinten schon mal gut Schaden zu. Was ich auch schon gerade bemerkt habe, ist, dass die Dinger absolut wendig sind und auch noch schnell ihre Geschwindigkeit ändern können. Guck mal, wir können jetzt hier in 0,nix einfach mal. Einfach mal hin und her eiern und den da hinten mal ganz gemütlich wegsnacken. Oha. Wo werde ich denn hier beschossen, sag mal? Ja, nee, der Typ da hinten will Stress oder was? Oh, Mann. Weißt du, da mischen sie sich da von hinten ein, Alter. Weil sie da hinten nichts Besseres zu tun haben. Eieiei. So, Freunde. Da sinkt schon unser nächstes Schiff. Ihr merkt schon, die Runden sind relativ schnell und dynamisch. Wir sehen uns gleich in der dritten Runde wieder. Ich hoffe, dass es denn da besser laufen wird, wie in den anderen beiden Runden. Also, bis gleich. So, Freunde. Da sind wir auch schon in der dritten Runde. So, der hat hinten, haut da hinten ab. Gut, dann spielen wir mal die Taktik des feigen Huhns. So, schön hier stehen bleiben und erstmal die anderen die Arbeit machen lassen. Na komm, wir sind weiter da rein, können wir. Oh, guck mal, haben wir getroffen sogar. Luschen fahren wir ab und zu mal ein bisschen raus. Legen dann sofort den Rückwärtsgang wieder ein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir auch gleich eine Abzeichnung oder Auszeichnung für bekommen.
dass wir den Kreuzer da versenkt haben. Hinter uns ist niemand. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kommt der Torp. So. Haben wir doch schon mal zwei Enten auf unser Konto. So. Ich weiß, das ist nicht sonderlich skillvoll, aber naja, was will man machen, ne? Ziehen wir uns auch ein bisschen weiter hier zurück. Immer noch ist sie nicht in Feuerreichweite. Oh, von da hinten kommen so langsam auch die Schiffchen rüber. Ja gut, die sind keine Gefahr wirklich mehr. Die sind fast down da hinten. Das Einzige, was jetzt hier noch wirklich eine Gefahr ist, ist der hier. Warten wir hier mal ab, was so der Torpedotreffer anrichten kann. Na komm, na komm, na komm. Ja, da hat er von uns beiden der Plan nicht geklappt. Da wollte er auch auf Top setzen. Sehr gut, den haben wir gleich. Sehr gut. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Sehr schön. Ziehen wir uns hier mal zurück und lassen die beiden da hinten sich betteln. Oh, guck mal, der teilt da richtig gut aus schon mal. Und das versenkt. Und dann können wir doch hier schon mal ein bisschen weiter vorrücken. Wie viel Leben hat er denn noch? Guck mal. Ich bin haushoch unterlegen. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber gut. Fünf Minuten habe ich Zeit. So. Dann probieren wir es mal mit Torps. Würde ich mal wieder sagen. Mit den Torbel. Muss er hier irgendwie herkommen? Guck mal, wir den Weg gehen. Ah, ja, okay.
Ich habe, glaube ich, eine Idee. Ah, fuck. Na gut, sind wir immerhin Zweiter geworden mal. Gut, Freunde. Dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde wieder. Gesamtpunktzahl. Ja. Ist ganz gut. Also, bis zur nächsten Runde. Bis gleich. So, Freunde. Dann willkommen zurück. Zur nächsten Runde, beziehungsweise zur vierten Runde. Gucken, was wir hier so reißen können. Ah, guck mal, dann helfen wir doch mal hier den Kumpelchen. Bei seinem Problemchen. Gut, jetzt beschießen wir den da gleich mal mit. So, einmal. Bitte andersrum, danke. So, den haben wir auch gleich. Ja, wollte auf Torp gehen. Sehr gut. Dann gehen wir da hinten mal mit auf den stärkeren. Ah, sieht eigentlich bis jetzt ganz gut für uns aus. Wir haben noch gute Lebensanzahl. Haben schon zwei versenkt. Mal der eine in der Mitte. Na, guck mal, die beiden können sich doch in Ruhe fetzen da in der Mitte. Viel Leben hat er denn noch, Alter? Das ist doch easy. Ja, gut, dann nehmen wir uns den mal an. Na guck mal, der ist versenkt worden. Die beiden betteln sich da jetzt bestimmt in der Mitte. Halte ich mich erstmal raus. Sollen sie da mal ruhig machen. Desto leichteres Spiel habe ich denn später. So, Freunde, verstecken wir uns hier mal so ein bisschen hinter. Ah, es ist doch nicht ganz so optimal, wie ich dachte. Steuern beide auf mich zu. Und dann mal alle Maschinen stopp. Und dann warten wir mal. Vielleicht gewinnen wir sogar diese Runde mal. Würde ich mich sehr darüber freuen. Aber losen wir mal hier unseren Finalgegner aus. So. Wer wird sein? Ach, es ist sogar nur ein Waschbecken. Sehe ich gerade, Freunde. Also, wer wird sein? Der Macht's oder der X-Crafty? Crafts. Und wir haben einen Gewinner.
Da haben wir doch einen Gewinner, Mensch. So, dann mal. Volles Kanonenrohr. Der XX Crafty hat es geschafft. Ah, herzlichen Glückwunsch erstmal. Grüße gehen raus. Nee, nicht wegfahren. Sag mal, das gehört doch nicht zum fairen Sportsgeist hier. Gut, das ist in dem Spiel auch fair, ne? Das ist. Na, es scheint, dass ich es anders überlegt zu haben. Nee, nee, Freundchen, das wird nichts mit deinem Torp. Eher würde mich der Blitz beim Scheißen treffen, dass du da was reißt. Torpedos auf Steuerbord. Na, hab ich's auch gewusst. Aha, der wendet also diese Taktik an. Ja, okay, das Spiel kann ich auch. Ja, gut. Der Sieg geht an ihn. Da hat er uns besser getroffen. So, Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne wie immer Like und Daumen nach oben da. Wie immer auch gerne einen Kommentar hinterlassen, würde mich sehr freuen, wenn es irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt, gerne auch Lobs. Wir sehen uns dann wie gesagt in der nächsten Folge. Bis dahin, reingehauen, ciao ciao.